Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Derail Valley. Heute sind wir nochmal mit der Dampflok unterwegs, aber diesmal mit Gefahrengut. Das ist bestimmt super. Unser Ziel wird sein Hafen und Stadt, weil da hat es einen Shop und ich möchte mir hier noch ein paar Lampen kaufen, damit wir das hier mal ausleuchten, wie ich in der letzten Episode gesagt habe. Und ja, also das erstmal primär und ich möchte gern die lange Tour fahren. Wir machen hier mal die Türen zu. Muss ja hier nicht jeder reinschauen können. Und ja, ich hoffe, das Ganze wird gut werden. Schauen wir uns mal ganz kurz den Auftrag an. Wir müssen... Moment. Ein zweiter. Genau, wir haben 540 Tonnen. Ist 174 Meter lang. Also, wir könnten noch ein bisschen was drauflegen, aber ich... Geh's mal ein bisschen safe an. Also mal gucken, wie das wird. Und dann runter zum Hafen. Alle Weichen sollten gelegt sein. Ich habe das mit Hilfe eines kleinen Mods getan. Also ist quasi der Web-Dispatcher. Kannst du den Browser die Karte hier aufrufen und die ganzen Weichen einstellen. Sollte passen. Werden wir dann sehen, ob dem auch wirklich so ist. So, hier ist gut was los. Was macht's Feuer? Ja, okay. So. Ich bin mal zwischen der Episode so ein bisschen so für mich gefahren und habe da vor allem die Außenansicht genutzt. Also ich meine, die hier. Ein bisschen rumgefahren. Das ist eigentlich auch noch sehr angenehm. Aber wenn man halt natürlich hier drinnen alles selber macht, das ist ein bisschen authentischer. So, ich glaube, das passt alles. Übrigens, man kann hier die Kohle nachfeuern, wenn man hier draufklickt. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. So, ja dann. Moment mal, warum ist das Wasser voll? Das tun wir mal gerade reduzieren, bitte. Besser. Okay. Dann abfahrbereit. Nice. Alle grüßt. Also noch nicht, aber gleich. Oh, das wird was werden. Tender voraus. Perfekt. Oh, Zylinder hin. Oh, so cool. Ja, ich weiß nicht, also die Rebelle habe ich gerade so ein bisschen für mich entdeckt. Macht gerade mega Spaß. Oh, da kommt alles mit, sehr gut. Ist schon die Schönheit, diese Dampflok. Irgendwann mal im Doppelpack. Da kommt auch alles mit. Nice. Ja, dass die so schmutzig sind, ist bestimmt gut. Oh, einmal mitfahren. Danke. Und 90 Stundenkilometer. Bringen wir hin. Mehr Schmackes. Glaube mal, ziehen die mal ein bisschen nach oben. Perfekto. Ich mache mal auch ein bisschen auf. Hat schon seine Nachteile, wenn man Tender vorausfährt. Ich glaube, ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser machen. So. Sehr gut, 50.
bin bei 40. Fuck. Fuck. Ich dachte, ich hätte es richtig eingestellt. Ja. Ich sollte mir selbst nicht vertrauen. Oh Mann. Ja. Da hatte ich gerade noch mal Glück. So viel dazu. Einmal lösen, dankeschön. Oje. Ich glaube, ich check die Weichen gleich noch mal. So ein Shit. Boah, habe ich Glück, ey. Und Gott sei Dank hat es nicht geregnet oder sonst irgendwas. Dass wir da auch noch reingerutscht werden. Aber schön da vor dem Übergang angehalten. Hauptsache, da steht ein Wagen drauf. Oje, fängt schon gut an. Nee. Noch. Ja, ich bereue es nicht, dass ich da nicht noch ein paar Wagen mitgenommen habe. Eigentlich könnte man ja von hier auch was mitnehmen. Aber nee, das tut man nicht. Du gehst mal kurz zu, bitte. Passt. Wie ist hier noch? So, bitte breaken. Dankeschön. So, das passt jetzt aber. So, wieder leer. Leute. Es gibt noch mal... Ach nee, was so ist. Wir fahren einfach. Wir müssen einfach checken, dass die Weichen auch wirklich passen. Sonst wird's doof. Also gerade das Anfahren... Klingt halt schon geil. Jo, rein hier. Oh ja, lenken wir hier mal ein bisschen rein. Was definitiv noch auf der Bucketlist steht, ist mal die 1000 Tonnen, für die sie geeignet ist, auch wirklich mal zu fahren. Weil man dann dort den Berg hochkommt. Passt. Okay, dann schauen wir, dass wir halbwegs auf Geschwindigkeit kommen. Damit das die ganze Fahrt nicht so lange dauert. Da hinten müsste dann eigentlich 50 kommen. Das macht mich jedes Mal nervös, die D-Ray Valley schnell zu fahren. Auch wenn es schön ist, aber wann gleist die so schnell? Nice. 40. Passt auch, alles gut. Feuer ist ein bisschen heiß. Aber beides werden wir gleich brauchen. Weil bei der Kreuzung da hinten, wo wir rechts fahren, hat es hier eine schöne Steigung. Und da weiß ich gerade auswendig, die Kurve hat 50 maximal.
Das passt da hinten. Geschwindigkeit passt. Ganz klein, tick zu schnell. Und was haben wir für eine Steigung? 3-3. Das wird jetzt gleich super. Sind jetzt voll auf Anschlag. Durchdrängen glaube ich schon mal auch nicht. Sehr gut. Druck geht nach hinten, das war zu erwarten. Aber sie schafft es, wie es aussieht. Sehr geil. So, einheizen. Perfekt. Feuertemperatur. Jo. Druck aber nicht so geil. Komm, Kleine, du schaffst es. Noch mehr Hitze. Ja, da oben sollte man es dann eigentlich geschafft haben. So. Auf mit dir. Jo, 60. Und dann kommt die Gerade. Geil. Die Weiche passt auch, glaube ich. Wenn wir kurz auf der Karte gucken. Jo, die passt. Das ist aber sportlich, dann hier mit 1000 Tonnen hochzuziehen. So scheinbar es jetzt kratzt. Oi, ja. Er ist ein bisschen zu heiß. Und du musst zu. Okay, passt. Ah, was war denn jetzt hier die Geschwindigkeit? 60. Hier mal ein bisschen zurückgehen, dass ich hier mal wieder was generiere. Jo, sehr gut. Die Weichen passen. Ein Stückchen. Dass ich jetzt ein bisschen zu viel Wasser drin habe, ist ein bisschen meh. Das ist. Geschwindigkeiten. Also was? Wir machen mal ein bisschen langsamer. Immer 50. Sieht gut aus. Also irgendwie würde ich ja schon gern mit der Außensteuerung fahren. Damit man hier noch ein bisschen was sieht. Beziehungsweise wisst ihr was, wir machen das mal ganz kurz.
Einfach, dass wir unsere Lok mal ein bisschen beobachten können. Und weiß gerade See. Guck mal kurz, coole Schaufel. Es ist halt mega praktisch. 50. Genau unser Target Speed. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Regler. Ja, es ist halt schon ein bisschen cheaten, so zu fahren. Ist jetzt so viel einfacher. Ja, okay. Gehen wir wieder rein. Mit Gummi fahren kann ja jeder. Ah, cool. Da sieht man gerade die andere Strecke von da hinten. Also die Route, was wir jetzt hier so fahren, die fahre ich echt selten. Einfach, weil es halt ein schöner Umweg ist. Kann es sein, dass wir hier eine leichte Steigerung haben? Hm. Wobei, sie zieht wieder an. Ja, ich glaube, schneller als 50 fahren wir hier nicht. Machen wir von dem ganzen See einmal komplett rum. Das wäre eigentlich schon ein geiler Fotospotter. Ah, wisst ihr was? Das muss ich mal einmal ganz kurz von draußen geben. Ah, schon geil. Der nächste Vorteil von der Ansicht ist halt, es ist halt nicht so laut. Gut, was man vielleicht sagen könnte, ist, rein zum Gucken bleibe ich in der Ansicht, aber wenn ich die Lok irgendwie steuern muss, dann gehe ich halt wieder rein. So, als Kompromisslösung. Wo ich rein halt mit den Geschwindigkeitstafeln halt ein bisschen bescheißen kann, nachdem die halt schön gehighlightet werden. Da zum Beispiel 70 und langsamer werdend. Gehen wir wieder rein. Wasser, rein mit dir. Fünfzig. Genau unsere Geschwindigkeit. Wo ist sie? Vermutlich da hinten. Aber jetzt natürlich die Abbiegegeschwindigkeit gut zu wissen. Gehen wir mal runter vom Gas. Na? Kann das nicht lesen. 50, oder? Ja, 50. Ja, dann sind wir ja safe hier. Gut, Lok. Ein bisschen Leistung. Wasser kann noch ein bisschen bleiben. Feuer werden wir einheizen. Sindri. Und was wir jetzt auch noch machen könnten, ist einmal komplett dicht machen. Jo. Mehr Umf, möchte schon die auf die 50 rauf. Da hinten ist die nächste Tafel. Man könnte natürlich auch hier einfach mal anhalten. Oh.
runtergehen und baden. Oder ein bisschen grillen. Ein mega schöner Spot hier. 50, schneller werdend. Sehr geil. Was ist da los? Mal noch ein bisschen aufmachen hier. Oha, 80. Rasen. Na, es gibt aber der Druck nicht her. Noch nicht. Kurz zu. Temperatur ist nach oben. Sehr geil. Ich glaube, sie ist momentan gleichbleibend. Oha, Tunnel. Nice. Oh, 70, langsamer werden. Shit, wie viel? War da jetzt eine Tafel oder nicht? Doch ne. Ach Mann. Ich glaube, ich drücke mir das wirklich mal im Internet raus, was hier so die Geschwindigkeiten sind, wenn ich das auf einer Karte sehe. Da kann ich immer ein bisschen vorausschauen da vorne und wir werden schneller. Ah, 50. Komm, bremst. Tunnel Nummer 2. So, du Kollege, wieder ganz nach unten. Ich brauche dich momentan nicht. Doch mal, kann es sein, dass wir schon ganz in der Nähe sind? Ja, nicht ganz. Aber das war jetzt trotzdem relativ flott. 50 langsamer werdend. Oh, das Quietschen gefällt mir nicht. Doppel, 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 doppel. 30. Oh. Genau wegen dieser Kurve da. So, lösen. Nein! Ah! Schon oben bleiben hier. Ja, also bis jetzt muss ich sagen, läuft die Fahrt schon mal wesentlich besser als wie die erste. Die war echt eine kleine Katastrophe. Okay, lassen wir mal rollen. Wasser ist okay. Ah, darf ich wieder schneller oder immer noch? Ja. Sieht so aus, als bleibt es bei 30. Jo. 130, das verkraftet der Zug. Aber wenn ich mal denke, ganz früher, zu Anfangszeiten von Deep Valley, wo diese Geschwindigkeitsschilder noch nicht da waren. Oh, das war ein Experiment da noch zu fahren.
Da hat es mich ein paar Mal rausgeschmissen. Aber Gott sei Dank auch die Community recht oft. Bis dann gesagt haben, ja, da kommen jetzt Schiller rein. Warum machen die das? Sieht ein bisschen schräg aus. So, Entschuldigung. Müssen wir mal ganz kurz muten. Gehen wir mal hier rauf. Geschwindigkeit. Zu schnell. Nein. Ah, nein. Ah, nein, lass mich mitfahren. Hallo. Du geht's eigentlich auch. Komm, bremsen bitte. Was ich jetzt schon weiß, wenn wir dann wirklich mal mit der hier in Doppeltraktion fahren, dann werde ich auf jeden Fall in der Gummi fahren. Weil es sonst nicht machbar ist, dass ich alle beide zeitgleich steuere. Und das ist sie mit zeitgleich. Das wäre eigentlich auch so eine Area, wo man da hinten ein bisschen die Map erweitern könnte. Mit so einem Anschluss. Ich hoffe, da kommt wirklich noch was. Irgendwas Größeres oder komplett anderes. Oder halt den Editor, wie ich schon erwähnt habe. Da wird die Community auf jeden Fall was Kreatives draus machen. Eigentlich das Beste, was man tun kann für irgendein Spiel, einen Editor rausbringen für die Community. Dass sie da selber Zeugs. Was? 20? Okay, da wird gebremst. Warum denn so langsam? Okay, das ist jetzt wirklich arg langsam. Jetzt dann auch wieder schneller? Nö. Ja, also die Räder machen gerade irgendwie komische Sachen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie das vorher schon machen, aber zumindest jetzt fällt es mir auf. Jo, geil. Rasen. Das könnte noch ein bisschen mehr Kohle vertragen. So. Ja, Wasser können wir lassen. Tun sie ja momentan eh nicht ärgern. Gut. Gas geben bitte. Nein. Ah, jedes Mal. Hallo. Ah, da bin ich wieder drin. War genau so geplant. Oh, geil, 50. Könnte man, ja, ein bisschen mehr Hitze vertragen, wenn wir schon 50 fahren dürfen. Sind wir eigentlich hier? Nee, doch so.
50 und diese Kurve, ihr seid doch wahnsinnig. Jetzt habe ich 40 drauf. Oh, bitte flieg nicht raus, bitte flieg nicht raus, bitte flieg nicht raus. Bitte nicht. Okay. Das hat verhebt. 40, ja, das macht schon mal mehr Sinn. 40 fahren wir auch. Ein Stückchen auf hier. So. Gordi, wo sind wir? Okay, einmal um den Zipfel noch rum und dann haben wir es geschafft. Was war da? Ah. Ich konnte es nicht sehen. Oder war das die Ankündigung für die Weiche? 40. Und ein bisschen schneller als 40. Mal rein hier. Ja, passt. Yes, Hafen in Sichtweite. Wir haben es beinahe geschafft. Müssen wir auf die letzten Meter ein paar Unfall bauen. Ist halt schon eine fette Anlage, was sie da hingestellt haben. Aha. Oder auch da noch hinten ein bisschen weiter, da noch rechts. Also ein größeres Upgrade und Multiplayer, das wär's. Also gerade bei der Dampflok wäre Multiplayer halt mega geil. Dass du da wirklich so die Aufteilung machst, einer ist der Lokführer, einer ist der Heizer. Jo, Gas geben. Ja, wenn ich damals nur die Dampflok hätte gehabt bei diesem Trio-Aufgaben-Ding da. Ah, oh, das war so ein Kampf. 40 ist. Ja dann komm, gib Schmackes. Ah, zu viel Schmackes. Was haben wir hier? Lassen wir es mal dabei. Aua! Das tut weh da mit 40 drüber. So, können wir schon mal bremsen fürs Gefälle da. Jetzt fast perfekt. Oh, und raus hier. Nehmen wir den Schwung noch ein bisschen mit. Ja. Vielleicht nochmal bei der letzten Kurve vom Depot da nochmal ein bisschen reinbremsen. Ja, wir drücken nochmal ein bisschen. Wir haben es geschafft.
Und jetzt vertraue ich einfach mir, auch wenn ich gesagt habe, ich soll das nicht tun, dass ich wirklich die Weichen noch da hinten richtig habe. So, ein Stückchen weit auf hier. Nice. Und dann glaube ich, werden wir mal unsere Lok ins Depot reinbringen. Wobei. Doch, wir bringen es ins Depot rein. Damit wir unseren Tender wieder auffüllen können. Und dann schnappen wir uns die zweite Dampflok. Schon mal für das nächste Abenteuer. Okay, das scheint auch zu passen. Raus mit dem Gas. Sieht nicht falsch aus. Unser Gleis ist C2I. Jo. Geil. Das habe ich richtig gemacht. Wir tun mal ein bisschen bremsen. Ich möchte nicht ins Wasser fahren. Aber nicht zu viel. Geht noch ein bisschen was. Schauen wir eigentlich mit den Hintern aus. Ah, da sind wir ja schon lange drin. Okay, anhalten. Very nice. Liebe Leute, wir sind erfolgreich angekommen und es ist nichts dabei explodiert. Geil. So, dann werden wir zum Depot fahren. Und Sachen auffrischen. So, hier machen wir mal zu. Geht fast. Und auf, Luft raus. Oder sollen wir jetzt erst einen Job abgeben? Ja, ich glaube, ich mache mal schnell den Job. Wegen der Bonuszeit. Wo war der? Ich glaube, der war da hinten. Da ist es. So, ich hab da was für euch. Na, shit. Aber immerhin, Geld. Stimmt, Geld. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 82.000. Ja, braucht doch ein bisschen bis zur großen Diesel-Lok. Wo ist das Gleis? Wo ist das Gleis? Da. Ach ja, stimmt, unsere Kebüse müssen wir ja noch irgendwo mitnehmen. Okay, ja, abpuppelt habe ich. Einmal eine Retour da. Los geht's. Passe ich da überhaupt rein? Das ist jetzt, glaube ich, nur eine spannende Sache da hinten. Ansonsten kann ich das alles nochmal rausdrücken. Oh, das passt schon von der Geschwindigkeit. Ja, wobei. Ein bisschen geht noch. Ja, zumindest mit Weichen, die hier reingeht, könnte es klappen. Ich wette, irgendeiner hat das schon mal gemacht, hier mit Vollspeed gegen den Prellbock da. Um die Sachen da im Wasser zu parken.
Komm, ein Stückchen noch. Ja, das geht sich hier sehr gut aus. Perfekto. Ah ja, und Stichwort... Hä? Ach so. Panzer. Irgendwann kommen wir mal. Lampe hier drin. Ich habe jetzt... Warte mal, Taschenlampe. Kann ich... Kann man das so machen? Jau! Ah, das ist so ein cooles Feature, dass man das einfach hinlegen kann. Ja. Tisch umlegen wäre noch sinnvoll. Lol. Wie der Lichtkegel da so rausgeht. Das erinnert mich gerade so ein bisschen wie ein Leuchtturm. Ja, dass man mit seinem Kegel rausgeht. Na gut. Vorwärts bitte. Macht eigentlich das Feuer. Ah, das Feuer ist nicht mehr existent. Sehr gut. Also nicht gut. Danke fürs Anmachen. Das heißt, ja, Druck kommt jetzt wieder. Bitte Gas geben. Soll ich das Kaboos jetzt schon holen oder später? Ich glaube, das machen wir dann später mit der zweiten Lok. Oder ich tue es generell in... was ist am schlauesten? Nee, ich glaube, ich werde es entfernen und schon mal den nächsten Güterzug, den wir uns dann holen, werde es halt wieder spawnen lassen. Das Schöne ist, dass dann die Einrichtung gespeichert wird. Und dann können wir in der nächsten Episode da das mit den Lichtern machen. Und dann überlegen, was wir in Doppeltraktion fahren. Aber das muss dann schon irgendwas Wuchtiges sein, damit sich das lohnt mit den zwei Dampfloks. Ist schon so ein bisschen teuer. Also wir werden es dann gleich sehen, was uns die Fahrt so kosten wird. Eigentlich. Also ja, sinnvoll, wenn man das Licht anmacht. Bisschen mehr rangehüllt. Ah, da ist die Weiche. Sehr gut. Und ich muss sagen, es wäre gar nicht mal so doof, wenn der Tag-Nacht-Zyklus auch noch ein bisschen länger gehen würde. Also gefühlmäßig wird es ein bisschen zu schnell. Zu schnell dunkel. Ja, es hat der Lok jetzt bestimmt gut getan. Drehscheibe, wie bist denn du ausgerichtet? Du bist so ausgerichtet, dass ich gerade da reinfahren kann. Sehr gut. Komm mal her. Wieso flackerst du jetzt? Aber hier Geister? Nee, hoffentlich nicht. Ah ja, und jetzt sind wir aus. Okay. Wow, sag, muss ich die auch aufladen? Ach nö. Also ich meine, realistisch, aber trotzdem. Oh nö. Na gut, haben wir unser Kaboos. Da glaube ich, werde es dann auch mal kurz reinstecken.
Meter noch. Ja, also Beleuchtung vermisse ich hier schon ein bisschen. Das ist halt bei der Kleinen natürlich ganz praktisch, wenn man da elektrisches Licht drin hat. Und Scheibenwischer. Because that's a thing in der Dampflok. Yo, nice. Wo ist denn der Apparatus? Okay. Das ist... Wie mache ich Kohle? Ach, da. Falsch ausgerichtet. Also, wie mehr... Mal kurz gucken. Ah, das kann es doch nicht sein, dass jetzt hier dunkel ist. Ich hoffe, man sieht auf YouTube wenigstens irgendwas. Oh, wie weit noch? Müsste jetzt eigentlich langsam hinkommen. Ah, jetzt. Okay, perfekt. Also, coole, 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 coole. Hinzufügen. Die Fahrt hat uns knapp 3000 Dollar gekostet, nur mit der Kohle. Bitte einmal hier rein. Dankeschön. Und das gleiche noch mit dem Wasser. Das Wasser müssen wir aber hier den Deckel aufmachen. Sonst ist er nicht happy. Das war zu viel. Bremse. Nein. Ah, hör auf damit. Zurück hier ein bisschen. Hallo. Stückchen noch. Komm schon. Bitte noch ein bisschen. Oh yes. So, Wasser, 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 Wasser. Ernst jetzt? Falsch ausgerichtet. Weil ich die jetzt zu weit gefahren bin, oder was? Kann ich dich eigentlich drehen? Aber so ein bisschen. Ah, okay. Ah, es geht. Okay, auch nochmal 2700 Dollar fürs Wasser. Jo, also billige Jobs sollte man mit der Dampflok jedenfalls nicht machen. Portemonnaie, einmal da rein. Gut ist. Jo, also, ich würde sagen, ich gehe erstmal schlafen, dass wieder hier hell ist. Beziehungsweise wir machen den Lok erstmal kalt. Wenn ich dann halt was sehen würde. Aber das Wasser, das mache ich jetzt übers Hut. Einmal auf. Einmal auf. So. Scheiße, die Kesselspeisung war die ganze Zeit offen. Ah, ich bin ein Superheld. So, das war's. Cool. Die Sachen alle ausmachen. Dann einfach aus. So, wunderbar. Passt. Da freut sich das Depot, dass wir jetzt hier die Lok kalt gemacht haben, direkt vor der Ausfahrt, damit hier keiner mehr rauskommt. Ja. Oh, standen sogar richtig. Nee. Nee, falsch. Alles gut. Ja, boah, Doppeltraktion. Ich überlege mal noch, wo wir da hinfahren, aber ich hätte irgendwie Bock wieder auf was Gefährliches. Und was wirklich schön lang ist. Also ich meine, dann hätte man theoretisch 2000 Tonnen zum Spielen. Theoretisch. Vielleicht machen wir 1500, damit wir ein bisschen safe sind.
Wird auf alle Fälle, glaube ich, chaotisch werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns zu der nächsten Episode. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.